Also, der Prinz wollte eine Prinzessin haben. Ach, hätte ich doch nur ein Pferd. Rohat, ihr habt schon ein Pferd. Ach, hätte ich doch nur ein goldenes Tellerchen. Eure Hoheit, ihr habt schon ein goldenes Tellerchen. Ach, hätte ich doch nur eine Prinzessin. Eine Prinzessin? Die habt ihr noch nicht, in der Tat. Nein? Hab ich noch nicht? Nein. Dann wird's aber Zeit. Und er wollte aber eine richtige Prinzessin. Schleppt mir aber ja keine Prinzessin an, die keine richtige Prinzessin ist. Ich sehe so etwas. Eine richtige Prinzessin. Ja. Hey! Kannst du nicht aufpassen, Flegel? Weißt du denn nicht, wer vor dir steht? Ehrlich gesagt, nein. Ihr habt uns wissen lassen, dass ihr eine Prinzessin sucht. Nun, hier bin ich. Ja, seid ihr denn auch echt? Ja, denkst du denn, ich bin aus Gold oder aus Stoff oder aus Frosch? Nein, gewiss nicht. Aber wir müssen das prüfen. Darum haben sie ganz viele Betten, also ganz viele Matratzen aufgelegt und unten haben sie eine Erbse versteckt und dann haben sie gesagt, dann sollte die Prinzessin schlafen gehen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Soll das etwa mein Bett sein? Das sind ja 1, 2, 3, 4, naja, sehr viele Matratzen. Sehr wohl, sehr viele. Ich wünsche eine gute Nacht. Aber sie wussten ja nicht, ob es eine Prinzessin war und dann gingen sie weg und morgens sagte die Prinzessin, Ich will nach Hause schlafen. Es kam mir vor, als hätte eine Erbse unter den Matratzen gelegen. Kein Auge habe ich zugetan. Und dann wussten sie, dass es eine richtige Prinzessin war, weil sie über 20 Betten so gut geschlafen hat, so schlecht geschlafen hat, weil unten die Erbse gelegen hat. Tut mir leid, schöne Prinzessin. Aber das musste leider sein, sonst hätte ja jede kommen können. Ich bin aber nicht jede. Ich weiß. Ich auch. Und dann wurde die Erbse in die Schatzkammer vom König gebracht und da steht sie jetzt auch noch. Dann war auch noch Hochzeit und sie lebten so lange bis an ihr Lebensende.